Grüezi André, herzlichen Dank, dass du da noch schnell da zu mir gefunden hast. Obwohl ja du gesagt hast, siehst du ja eigentlich nicht vom Eis, aber du bist auch ein sehr erfahrener Mann hier auf dem Fußballplatz. Man sieht dich immer wieder. Du bist ja der Trainer vom 2. Ich möchte mal so ein bisschen hören, du als Steiner Urgestein da, wie siehst du die erste Mannschaft im Moment? Wie gefällt sie dir? Also mir gefällt die Mannschaft sehr gut. Vor allem, dass sie ja praktisch nur aus eigenen Leuten besteht. Da haben wir ja vor ein paar Jahren schon mal probieren, haben dann aber das Experiment wieder abgebrochen, wo es nachher ins andere Extrem übergegangen ist. Und ich finde es sehr schön, dass jetzt der Michele und der Ricci die Zeit überkommen, die es halt braucht, wenn man eine Mannschaft neu mit eigenen jungen Leuten aufbauen. Ja, am Anfang der Saison sind eigentlich die Testspiele eigentlich alle gut verlaufen. Der Köp in Schleiten haben wir eigentlich auch noch. Und dann ist der Saisonstart losgegangen und dann ist schon leicht das Herzklopfen umgegangen, weil man verloren hat und irgendwie das Gefühl gehabt, irgendetwas passt überhaupt nicht mehr während dem Spiel. Jetzt aber in den letzten Spielen, denke ich mir doch, hat sich die Mannschaft immer besser gefunden. Wie siehst du das so? Ja, ich habe das ominöse Spiel in Jessenhofen leider nicht gesehen oder zum Glück nicht gesehen. Aber jetzt in den letzten Spielen, auch hier im Martal, hat man ganz klar gesehen, dass die Mannschaft bereit ist zum Kämpfen, dass sie einen für den anderen mag gehen. Und dass sie so halt über den Kampf ins Spiel gewinnen und so auch jetzt den Erfolg haben, wo sie ganz klar verdient haben. Auch, ich sehe es auch immer im Training, wir trainieren ja am gleichen Tag. Also es ist intensives Training und damit haben sie von mir her gesehen den Erfolg verdient. Aber die Hände müssen ja schaffen. Ja, das sehe ich sehr, also genau gleich eigentlich, kann ich wirklich auch sagen. Was mir auch auffällt, ist, eine Zeit lang hat die erste Mannschaft so ein bisschen Zusammenspiel, irgendwie das Kurzpassspielen mal ein bisschen vernünftig aufgebaut, nur weite Bälle bängelt. Und das ist jetzt immer mehr gekommen. Man merkt auch gerade, sobald so Spieler so machen, dann sind sofort erfolgreich, kommen vor dem gegnerischen Strafraum, kommen gefährlich drin rein. Was man meiner Meinung nach noch ein bisschen merkt, ist, dass der Reto, der Büro, heisst Reto, gell? Renato, Entschuldigung, ja, Büro fehlt, da merkt man halt, das ist ein Herzblutstürmer und manchmal ein bisschen, ja, die letzte Konsequenz aufs Goal dann am Schluss fehlt. Hast du da ein anderes Gefühl? Nein, gut, ich meine, so ein Stürmer wie der Renato hat natürlich jede Mannschaft gern, oder? Und da ist klar etwas, was fehlt, aber da büßt Stein. Aber da sehen wir vorne nur schon, sehen wir auch in der zweiten Mannschaft, das ist einfach ein sogenannter Knipser, wo halt die Chancen auch verwertet, dass im Moment ein bisschen fehlt. Aber ich denke, solange sie sich so viele Chancen können erarbeiten können, schaffen sie es halt gleich, dass die einen oder anderen halt Ehrgeiz. Ja. Ja, ich denke, das ist mit dem Kampf viele noch einer schlussendlich sollte ja auch der Erfolg kommen. Das ist ja so, definitiv. Hast du gerade Stichwort selber gegeben, die zweite Mannschaft. Ich bin an dem ominösen Spiel dabei in Jessenhofen, bei der zweiten Mannschaft. Hat eigentlich lang gut ausgesehen. Bis dann irgendein Ball so komisch eingehalten ist. Dort hat man klar gesehen, so bis an 16er und dann ist fertig. Das ist schwierig und glaube, was ich auch gemerkt habe, jedes Mal ist irgendwie ein bisschen komplett andere Aufstellung auf dem Platz. Also andere Leute halt, weil offenbar die Leute nicht rum sind. Wie gehst du mit dem um? Ja, also zuerst eine Korrektur, das ominöse Spiel war in Rafzerfeld, nicht in Jessenhofen. Entschuldigung, Rafzerfeld, ja. Habe ich schon bei den Bildern zuerst falsch geschrieben. Ja, stimmt. Ja, habe ich gesehen. Aber korrigiert jetzt. Ja. Nein, das ist ganz klar auch das Problem, das wir haben. Wir haben zwar jetzt in der zweiten Mannschaft einen Kader von 20 Leuten. Das sind halt auch alles Junge, sehr viele, die nicht in Lehre sind. Ich merke es jetzt, wie das Herbstferien sind. Ich habe morgen zwei B-Junioren aufgeboten, dass wir wenigstens 13 Leute haben. Doch da spielen wir natürlich, wir haben keine zwei Spiele mit praktisch nur Anhöchern und der gleichen Aufstellung können spielen. Das ist natürlich für Konstanz so auch sehr schwierig. Aber ich kann sagen, jetzt die letzten Trainings, die wir machen können, wir haben gleich jedes Mal 15, 16 Leute im Training, da kann man mal gescheit trainieren, man kann gewisse Automatismen probieren, trainieren mit dem Passspiel oder auch Abschlüsse. Wenn wir im Moment noch nicht so viel trainieren, wo das Manko ist, weil wir praktisch nie einen Goalie haben im Training. Ja, okay. Weil unser Goalie noch in einer Weiterbildung ist und maximal einmal in der Woche kann kommen. Ja, okay. Ich weiss nicht, ob die Abschlussschwäche noch auf das zurückzuführen ist, aber eben, wir haben generell wirklich einen gelernten oder einen Vollblutstürmer fehlt effektiv auch bei uns. Ja.
Was ich gemerkt habe, ich hätte doch das ein oder andere Spiel können anschauen vom 2. Mir ist schon aufgefallen. Die Qualität hat sich wirklich schon verbessert. Also das Zusammenspiel und alles zusammen. Da ist nicht nur einfach der Ball irgendwo in eine Himmelsrichtung, sondern man versucht wirklich auch rauszuspielen, durch das Mittelfeld durch zu kombinieren. Klingt mal klingt es nicht, das ist bei Mainz auch nicht anders. Und das, denke ich, ist ein grosser Fortschritt, was 2 macht. Und ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn man dann also die Erfolge zuschauen kann. Und jetzt auch noch am Donnerstag haben wir ja auch einen Teil noch gesehen. Viele sind nicht dabei vom 2, wenn ich das recht im Kopf habe. Wo da an dem A-Plus-Match gab, Schaffhauser gab, gegen Martalen, muss ich aufpassen, ja. Wieder einen Fehler mache, gegen Martalen gespielt hat. Was mich sehr extrem überrascht hat, ist, die haben ja noch gar nie zusammengespielt, also noch gar nie, noch nicht einmal in ihrem Leben, wie das eigentlich recht gut funktioniert hat. Und wie der Sandro den Mut hat, wieder mal ins Goal zu gehen, da wird er nicht mehr so schnell machen, wahrscheinlich. Da kann er auch nichts dafür, das hast du gemerkt, das ist einfach, das ist zu lang her, oder? Er hat jetzt so lange draußen trainiert, so lange draußen gespielt, das ist zu lang her. Und so die Kombinationen, A-Plus und so, ich komme immer wieder, aber du hast mir schon mal erklärt, dass einfach das relativ schwierig ist, A-Plus machen, dann können Haufen, die im 2 jetzt spielen, die nicht mehr dürfen A-Plus, weil sie zu alt sind, spielen, dann kommen dann nicht mehr zum Fußball. Ist aber immer wieder, wenn ich jetzt geschaut habe, am Dienstag, ist einfach schade. Ist wirklich schade, weil das hier mit dem A-Plus ist der Hammer gewesen. Aber da kann man nicht ändern. Ja, was sagst du, André, so heute? Was denkst du? Muss ein Sieg annehmen, oder? Ja, muss auf jeden Fall ein Sieg annehmen. Gut, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie Dösfeld, was glaube ich heute spielt. Ja. Wie die stehen, was die bis jetzt für Resultate gemacht haben. Die aber stehen weiter hinten, ziemlich weit hinten. Ja, gut, und von dem her, aber generell, sage ich, auf dem Tägerfeld. Ja, muss man gewinnen. Auf dem Tägerfeld müssen wir gewinnen. Genau. Gehst du ihn ab, gehst du ein Resultat ab. Ja. Ist noch schwierig, aber ich will noch gerne schnell zu dem Spiel vom Dienstag zurück, ja, wo du da gesagt hast, wo du dich wunderst, dass das gleich klappt. Ja. Also sind doch auch etwa 5 vom 2 dabei gewesen. Ja, okay. Und ich kann schon ein bisschen erklären, wieso das funktioniert. Also wir reden miteinander im Trainerstaff, also jetzt wir vom 2 und wir trainieren eigentlich sehr eine ähnliche Philosophie. Wir haben wirklich die Philosophie, dass jetzt zuerst mal die Passqualität muss stimmen und haben auch sehr ähnliche Übungen. Durch das sind die Laufwege und so, wo man hat im Spiel einfach ähnlich, vielleicht nicht ganz in der gleichen Dynamik wie jetzt bei der ersten Mannschaft, aber es ist nicht komplett ein anderer Philosophie, die beiden Mannschaften haben, und durch das funktioniert es auch recht gut, wenn man da einander aushilft. Ja, das haben wir wirklich gesehen, also die wissen eigentlich, die müssen eigentlich überall ein bisschen gleich spielen, oder? Und das ist eigentlich noch gut, das denke ich, ist wirklich trotzdem überraschend, dass das dann auch funktioniert, oder? Ja. Also, ich meine, das ist eine tolle Sache eigentlich, wenn das so klappt. Gut, Überraschung ist natürlich, wenn es so funktioniert, ist schön. Man merkt natürlich auch, dass die eben durch das alles eigene sind, sowohl im 2 wie im 1, dass sie natürlich in den Junioren bereits schon zusammengespielt haben. Die kennen einander, oder? Dort irgendwo zusammengespielt haben, genau. Ja, super. Resultat? Resultat, also ich tippe auf ein 3-1 für Stein. 3-1 für Stein. Und morgen für dich? Morgen hoffen wir auch. Gut, Stammen steht recht weit vorne, wo wir morgen haben. Vielleicht haben wir ein bisschen den Vorteil, dass wir keine Kunststraße haben, wo die spielen. Genau. Aber ich bin auch optimistisch und tippe auch dort ein 2-1 für uns. Ja, das wäre schön, Also dann viel Glück für morgen und ich hoffe, deine Prognose geht heute in Erfüllung und morgen natürlich auch. Danke vielmals, André. Hoffen wir's. Danke dir, Leo. Danke. Ja, herzlich willkommen auf dem Tägerfeld. Wir haben André Geiger gehört. Besten Dank an dieser Stelle nochmals für das kurze Interview. Eine Sicht vom Trainer der zweiten Mannschaft zu der ersten sowie auch der zweiten Mannschaft und des A-Pluses. Dann hier die Aufstellung für Stein am Rhein im Tor Nops, dann in der zentralen Innenverteidigung Gehler und Vetterli. Rechts Geiger, links Casagrande, dann etwas als 6 nehme ich mal an Meister und dann ein Vierer Mittelfeld mit Maximovic, Schneider Martin, rechts Flum und links Schneider Andreas. Und als Sturmspitze David Michel. Dann hier die Ersatzbank von Stein am Rhein. Mühlhaupt, Bolli, Schenkel, so wie ich gesehen habe, nicht anwesend. Und an der Seitenlinie Damiano und Brunner. Das bewährte Trainerteam der ersten Mannschaft. Dann auch die Aufstellung hier von
Kösfeld 2, Tanner im Tor, Radzetovic und Raimond in der Innenverteidigung, Schmutz rechts, Jidirim links, dann im zentralen Mittelfeld Walter Eckert und Joanga rechts und Usta links und Saligi und Usta, vermutlich Brüder, mit Usta auf der linken Seite im Sturm. Dann auch hier die Ersatzbank von den Gästen, Thuringer, Keskin mit Frari, Dion an der Seitenlinie, Wuti Pratit und Zielmann. So, alles bereit. Von mir aus kann es losgehen. Sind wir gespannt, wie die erste Mannschaft heute hier im Heimspiel im Deckerfeld auftritt. Natürlich ist ein Sieg fast Pflicht zu Hause, aber man weiß ja, die Pflicht und die Realität, die sind nicht immer gleich. Und hier, man sieht es, ich habe in diesem Spiel mehr etwas, sage ich mal, weitwinklige Aufnahmen gemacht, um ein bisschen auch das Spielverhalten des Gegners zu sehen, so wie auch der eigenen Mannschaft. Und man sieht hier, dass die rot-blauen Steiner in einem Traditionstennis von rechts nach links spielend sehr engmaschig stehen und auch gleich versuchen, hier Druck zu machen. Was dann nicht immer gelingt. Aber hier sehen wir, dass es für Tösfeld sehr schwierig ist, hier die Bewegung nach vorne zu tun. Schauen wir mal, was für Methoden oder Mittel die Tösfelder haben. Hier zum Beispiel mit einem Doppelpassspiel, welches die Nummer 19 von Tösfeld etwas überraschte. Und dann ein Freistoß hier für Tösfeld. Hier wird die Verteidigung oder Casagrande ausgespielt. Auch er kann den Gegner so weit vom Tor weghalten, dass die Flanke eigentlich harmlos in die Mitte kommt. Dann wird man es sehen, es gibt immer wieder weite Bälle, warum auch immer. Um hier eine gute Möglichkeit vom Schneider eingeleitet, dann hier die Flanke in die Mitte und Maximovic setzt zum Schuss an und verzieht ihn neben das Tor. Ja, es gibt immer wieder weite Bälle von Stein, was nicht unbedingt erfolgreich endet, weil es ganz schwierig ist. Hier eine ganz kuriose Situation. Einwurf für Tösfeld. Tösfeld macht den Einwurf und dasselbe passiert nun auch Geiger, der dann locker weiterspielt, aber das natürlich nicht geht. Wenn dir der Ball aus der Hand rutscht, darfst nicht du selber den spielen, sondern dein Kollege. Ja, das war jetzt wirklich eine lustige Situation. Beiden Spielern der Ball aus der Hand gerutscht. Jetzt wissen wir natürlich endlich, warum viele Spieler mit ihrem Trikot den Ball trocken reiben. Genau, dass das nicht passiert. Dann hier ein schöner Einwurf von Schneider auf seinen Bruder Martin, der aber da nicht an den Ball kommt. Dann hier wird ein Foul reklamiert. Klären wir auf, es ist keines. Vetterli trifft da sauber den Ball, eine saubere lupenreine Grätsche. Also geht es weiter in Richtung Tösfelder Tor. Und hier wäre fast ein Schuss aufs Tor daraus geworden. Ein Moment Unaufmerksamkeit von Geiger. Respektive er bringt den Ball nicht am Gegner vorbei und der macht das sehr clever, drückt ihn ein bisschen zur Seite und kommt so zum Schuss, aber zu unpräzise. Dann der Freistoß hier, wird von Vetterli geklärt, Maximovic hat die Übersicht, lanciert hier Casagrande, der beschleunigt und legt sich hier den Ball zu weit vor, regt sich selber auf, müssen wir nichts mehr dazu sagen. Schade. Dann aber hier ein Foul von Schneider Andreas an die Nummer 9 der Tösfelder. Entschuldigen Sie, wenn ich den Namen nicht aussprechen kann, auswendig kann ich den sowieso nicht. Dann hier zentral und
geklärt dann von Flum. Wieder ein schöner Ball von Tösfeld, aber da hat Gehler was dagegen und er kämpft sich den Ball zusammen mit Geiger zurück, der dann den Gegenangriff einleitet, klug. Und hier ein spezielles Trickli von Flum, der dann den Ball tatsächlich noch in die Mitte bringt, aber zu nah ans Tor, sodass Michel hier nicht an den Ball kommt. Hier Michel wieder, spielt den Ball zur Mitte, wo Meister steht, der aber auch nicht an den Ball kommt. Dann hier ein Foul an Andreas Schneider. Hier sehen wir der Gegner, der da ja, ihn umhaut. Ja, war wahrscheinlich auch überrascht, dass hier gleich da hinter ihm Schneider stand. Dann Maximovic mit dem Freistoß. Schön, gefühlvoll auf Vetterli. Aber der kommt nicht an. Dann ein Gegenstoß, da Geiger aufgepasst und lenkt den Ball ins Out und weiter geht's wieder Richtung Tösfelder Tor. Irgendwie ist zwischendurch immer eine Unruhe drin, dann wieder Ruhe, wie jetzt zum Beispiel. Sehr ruhig und abgeklärt und dann dieser super Pass, der muss doch drin sein. Nein, der schnaubt an der Torumrandung vorbei. Hier super gemacht von Meister. Lanciert hier Schneider perfekt. Der kann sich die Ecke fast aussuchen, wenn er noch zwei, drei Schritte macht. Hat immer noch genügend Zeit und haut ihn diese Kugel am Lattenkreuz vorbei. Da nochmals. Ja, das wäre das Traumtor geworden. Das Tor des Tages oder des Monats oder wie auch immer. Hier schauen wir nochmal, noch langsamer. Kann man fast nicht glauben, dass dieser Ball übers Tor zischt. Und in der nächsten Aufstellung sehen wir hier, wie nahe der übers Tor zischt. Der hat vermutlich seinen Luftwiderstand noch der Torumrandung abgegeben. Aber nicht drin ist nicht drin, wenn sich das dann nur nicht rächt. Hier ein super Angriff von Tösfeld, da kann aber Gehler klären und Casagrande kann den Ball vorerst mal aus der Gefahrenzone spedieren. Hier schauen wir uns das nochmal an. Mit einem Ball spielt er die ganze Abwehr aus. Komplett aus. Und hier aber Gehler, sehr aufmerksam, grätscht da knötigerweise in den Ball und Casagrande spediert ihn erstmal aus der Gefahrenzone. Dann Ecke für Tösfeld. Ein harmloser Kopfball mit einer tollen Parade von Nops. Schauen wir uns das nochmal an. Hier der Kopfball. Und dann meldet er sich Lass und ja, er hat ihn dann auch. Dann hier wieder ein Freistoß für Tösfeld. Es gibt immer kleinere Fouls im Mittelfeld, die dazu, ja hier sehenswert, wenn niemand um ihn rumsteht, sonst natürlich faul. Er versucht hier einen Fallrückzieher anzusetzen. Hier schauen wir uns nochmal an. Alles eigentlich richtig gemacht, aber natürlich faul, weil da zu viel Gegner. Also zu viel Steiner um ihn rumstehen, kann er so nicht, wird es zu gefährlichem Spiel. Dann diese Ruhe meine ich, mal auch zurück, ganz locker zurückspielen und dann eventuell einen weiten Ball, wie es Nobs jetzt praktiziert. Der dann auch so halb ankommt, aber eben halt nur halb und dann hier Maximovic, clever, dazwischen. Und dann mit diesem Traumpass auf Flum, der den Ball reinschieben wird. Nein, da hat der Torwart super geklärt. Gibt es nichts zu meckern. Ja, dieser Ball war super getimed von Maximovic auf Flum. Der kann da ganz alleine auf das Tor. Natürlich, der Winkel ist nicht ganz einfach. Ich glaube, er wollte da Michel den Ball rüberschieben. War sicher die richtige Lösung oder die gute Idee. Der Torwart verkürzt ihm den Winkel. Das wird, ist halt schwierig dann. Ja, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Eigentlich alles richtig gemacht. Dann hier wieder. Wird Schneider gefault. Eigentlich ein sehr faires Spiel hier. Gibt halt immer mal wieder Fouls. Klar, im Zweikampf. Das kommt vor. Dann hier Casagrande. Versucht hier den Ball auf
Martin Schneider zu zirkeln, dann Maximovic mit einem Weitschussversuch, aber da kann Tösfeld blockieren und klären sozusagen. Dann hier holt sich aber Maximovic den Ball zurück, hat da keine Lust. Und hier Casagrande auf Michel, der da zu spät startet. Dann weiter geht's, Flum am Ball. Dann wieder Meister, spielt den Ball. Schöne Kombination, wunderbar gemacht, super gespielt. Und dann hier der Ball auf Michel. Ja, den musst du mindestens treffen. Da super gespielt auf Flum von Meister hier. Und dann Michel läuft super richtig. Und diesmal kommt der Ball auf seinen Fuß und der trifft ihn nicht. Ja, und ich sage es noch gerne noch einmal. Ich hoffe nicht, dass sich das dann rächt während dem Spiel. Wenn du solche Möglichkeiten nicht machst, dann könnte es dann sein, dass der Gegner eine macht. Dann hier schnell ausgeführter Freistoß von Schneider Martin auf seinen Bruder Andreas. Dann hier, schauen wir, gibt es ein Foul und Schiedsrichter zögert keinen Moment, pfeift ihn außerhalb des Strafraums. Korrekt oder nicht korrekt, wir lösen es auf. Hier sehen wir noch, ja, ist schwierig, also im Moment, als der Gegner loslässt, der Tösfelder, denke ich, war es außerhalb des Strafraums. Schauen wir uns das nochmal an. Jetzt kehren sie, da wird er kurz gehalten, losgelassen und dann stürzt er. Also schauen wir uns das vielleicht noch im Standbild an. Wunderbar. Kommt hier nochmal die Szene. Jetzt hält der Tösfelder Schneider dann am Arm. Jetzt kurz lässt los. Und jetzt eigentlich in diesem Moment lässt er los und da ist Schneider mit den Füßen außerhalb des Strafraums, stürzt dann natürlich in den Strafraum. Richtig super entschieden vom Schiedsrichter, der übrigens eine sehr gute Leistung zeigt heute hier. Konsequent und klar. Dann hier Maximovic mit dem Freistoß, der dann bei seinem Kollegen nicht ankommt. Der kommt aber nochmals zurück und dann ist das 1:0 Tatsache, das lang, wirklich längst verdiente von Schneider Andreas, super eingeköpft, perfekt gemacht, der Ball kam, ich weiß es nicht, da die Kamera nicht geschwenkt hat, aber das Tor umso sehenswerter, super mit dem Kopf am Pfosten vorbei, unhaltbar für den Torwart und sehr schwierig zu verteidigen. Also Stein am Rhein 1, Tösfeld 0, so kann es weitergehen. Denn den Spielanteilen zufolge und auch den Möglichkeiten Steinermann klar, ganz klar verdient das Führungstor, müssen nicht diskutieren. Man sieht es auch hier wieder ein super Ball auf Michel, der ein bisschen vielleicht zu steil kommt. Da hat der Torwart sehr gut aufgepasst. Ja, dann hier ein Abstoß. Kurz gespielt und dann ein Pass, zwei Pass, drei Pass, vier, ein langer, schön kontrolliert von Michel, fünfter Pass und dann hier Schneider bringt den Ball zur Mitte und hier Meister mit dem Weitschuss aus der zweiten Reihe, ein bisschen glücklich, dass der zu ihm kommt und dann direkt Abnahme, Dropkick quasi. Ja, da hat nicht so viel gefehlt. Und Stein wäre 2:0 in Führung gegangen. Dann hier wieder mal Tösfeld im Angriff. Schön gespielt. Hier auch wunderbar. Doch da hat Gehler sehr gut aufgepasst und kann da befreien. Dann ein weiter Einwurf hier, aber auch hier wird der Spieler von Tösfeld abgedrängt von Vetter Leonidas, ihn berührt und kann so keinen vernünftigen Ball mehr zur Mitte bringen. Dann hier Schneider setzt sich durch und ein super Ball hier wieder auf Michel, der ihn da aber nicht erlaufen kann und so ist diese Möglichkeit auch vorbei. Also wie gesagt, die Chancen oder die Möglichkeiten, die sind da keine Mangelware. Dann hier Casagrande, was macht er, schießt er? Ja, er schießt. Der Schuss war nicht schlecht, aber zu wenig gut platziert.
dann im Gegenzug wieder Tösfeld auch mit einem Schuss, aber natürlich kein Problem für Nobs, solche Bälle zu halten. Auch hier kein Problem, alles außerhalb des Strafraums, harmlos, nicht wirklich scharf. Dann hier, schöner Ball auf Schneider von Casagrande, super. Der bringt sofort die Flanke, aber leider dem Gegner in die Füße und somit nichts Gefährliches geworden daraus. Dann hier Hackentrick von Tösfeld. Hier kämpfen alle mit vereinten Kräften und dann der Schuss wieder aus der zweiten Reihe, wieder über das Tor. Nicht wirklich. Ja, und dieser Ball ist dann definitiv auch für Flum zu weit. Der kann nicht mehr laufen. Und hier gibt der Schiedsrichter Offside. Ich muss leider alle enttäuschen, es war keine Offside-Position. Bei der Ballabgabe war eigentlich Vetterli noch weiter hinten. Klar, es ist eine knappe Entscheidung, aber man sieht es hier schön. Bei der Ballabgabe sieht man hier ganz klar, Vetterli ist weiter hinten. Müssen wir nicht diskutieren. Und erst jetzt natürlich steht er im Offside, aber da ist der Ball schon längst gespielt. Ja, Halbzeit, Stein am Rhein führt 1-0. Verdient, muss man klar sagen, absolut die bessere Mannschaft. Warum so eine Hektik zum Teil drin ist und Nervosität, wie ich gehört habe, kann ich nicht nachvollziehen. Weil eigentlich haben die alles im Griff. Schauen wir, ob es da in der zweiten Halbzeit ein bisschen ruhiger wird. Dann hier Schneider, lanciert super hier. Oh, Mühlhaupt, und da hat Flum den Angriff gestoppt. Schade, dann hier ein Freistoß von Schneider, der da nichts tat. Casagrande, ein Ball auf Andreas Schneider, der da aber ein Foul beginnt oder im Offside steht. Dann hier wieder der Gegner am Ball. Dann aus der Drehung heraus, ein Schuss aufs Tor, nicht schlecht gemacht, nicht so einfach dort aus dieser Position auf das Tor zu bringen, den Ball. Doch Nobs steht genau richtig und lässt sich da nicht erwischen. Dann hier wieder ein Weitschuss, man sieht aus der zweiten Reihe mit der Brechstange die Versuche der Verzweiflung. Ich glaube, so ein richtiger Abschluss im Strafraum hat es noch gar nicht richtig gegeben, außer der vorher, aber das war ja auch nicht wirklich gefährlich. Dann hier verliert Geiger den Ball, kämpft sich den zurück, wie man ihn kennt, kämpferisch gibt er sich da. Und dann ist natürlich ein Foul. Da kann er jetzt auch Danke sagen, für solche Fouls hat der Schiedsrichter eigentlich schon vorhin gelb gegeben, ihm, wie sagt man, verschont er. Da hat er Glück, da schauen wir jetzt. Ja, da müssen wir nicht diskutieren, das ist eine klare gelbe Karte. Aber er bekommt sie nicht. Dann hier Tösfeld mit dem Freistoß und hier Nobs, kein Problem. Schnappt sich die Kugel. Dann hier super getimter Ball von Maximovic auf Mühlhaupt, der den Ball ins Zentrum bringt. Und hier Flum, oh, Flum verpasst diesen Ball. Ja. Das ist jetzt nun schon die zweite oder dritte gute Möglichkeit für Flum, den Sack zuzumachen. Hier, schauen Sie. Ja, den muss er treffen. Den muss er treffen. Der kommt nicht mal scharf. Vielleicht ist das Problem, dass er nicht scharf kommt. Aber was soll's. Irgendwie will es nicht heute. Zum Glück haben wir schon ein Tor geschossen, damit sich das vielleicht dann nicht trägt. Hier, Casagrande. Auch mal wieder einen Angriff, der da von hinten herausgespielt wird, überlegt und ruhig. Hier zwar ein Fehlpass, doch noch nichts passiert. Dann der Pass von Geiger auf Schneider, super. Und dann dieser Ball auf Maximovic, hervorragend, der sich da natürlich durchsetzt und den Pfosten trifft. So ein Pech auch. Hier sehen Sie, super, wirklich, wie er sich da durchsetzt. Ballführung perfekt und dann auch der Schuss, alles richtig und der tätscht an den Pfosten. Das gibt's ja nicht.
Also der Fußballgott ist nachsichtig, damit Stein am Rhein kein Tor bekommt, aber vorne hat er was dagegen. Dann hier ein super Ball von Casagrande, ja. Das ist ja ein Körperkontakt mit dem Torwart, sicher kein Foul. Dann der Torwart ist außerhalb des Fünfers. Das kann es ergeben. Der schaut auf den Ball, der Flum, sieht den Torwart und ja, der springt ein bisschen hoch, aber es ist für einen Torwart keine Berührung. Der spürt das nicht mal richtig. Dann weiter geht's, Casagrande mit einer weiteren Flanke in den Strafraum und hier auf Mühlhaupt, auf den Fuß. Er muss den nur hinheben. Er muss den Fuß nur hinhalten und den rein spicken lassen. Da schauen Sie mal, präziser geht's wohl kaum. Hier, tack. Ja, der muss da nicht einen Hammer schießen, er muss nur den Fuß, den Ball ablenken, mehr nicht. Da, er muss gar nicht schießen, er muss nur den Ball ablenken. Ja, das ist jetzt eine wirklich top, jetzt haben wir wirklich top Möglichkeiten vergeben. Und hier macht Nobs das Spiel sehr schnell. Dann hier Maximovic, überlegter Pass auf Flum, der setzt sich da ab, er kann nicht mehr eingeholt werden und trifft das Tor zum wiederholten Mal nicht. Der regt sich ja vielleicht auf. Schauen wir uns das dann Ganze nochmal an, in Zeitlupe, das war so schön. Da Nobs holt sich die Kugel, schaut und macht das Spiel sofort schnell, sensationell gemacht. Maximovic macht da gleich mit. 2 gegen 1 im Moment. Flum wartet, damit er nicht im Abseits steht, macht das clever, wirklich clever, steht auch nicht im Abseits bei der Ballabgabe und dann löst er sich, kann nicht mehr eingeholt werden. Solche Bälle sind für Flum normal mit verbundenen Augen im Tor. Heute irgendwie klemmt es, aber das weiß er selber. Hier schauen wir nochmals, solche Bälle, da kann er sich die Ecke auslesen und das wäre vermutlich auch seine Idee gewesen, der wäre auch unhaltbar gewesen für den Torwart, aber gewesen und wäre und hätte und wenn. Es hat nicht sollen sein. Das nächste Mal klappt es dann wieder. Aber heute ist der Wurm drin. Dann hier kann sich Tös den Ball zurückerobern. Dann Befreiung und dann noch ein Schuss wieder aus der zweiten Reihe. Der Ball war doch relativ gut. Ah, der war jetzt im Strafraum tatsächlich geschossen worden. Hier ein Abrutscher und ja, Nobs hat aufgepasst. Ecke für Tös. Hier sieht man den Einwurf. Gehler rutscht der Ball über den Rist. War nicht einfach und Nobs aber hat aufgepasst und halt den Ball zur Ecke gelenkt. Dann die Ecke, ja, nix, harmlos, Abstoß. Jetzt Dösfeld vermehrt wieder auf Angriffskurs. Auch hier mal ein Schuss, eigentlich soweit gut, aber Nobs hier nicht zu bezwingen. Für das war er zu wenig platziert. Momentan immer wieder Dösfeld. Und dann wird geklärt mit vereinten Kräften. Dann kommt nochmals eine Flanke. Nochmals eine. Und jetzt ist fertig. Dann Abschlag Nobs, weiter Ball. Und er findet dann auch gleich Maximovic, aber das Doppelpassspiel misslingt und dann ist der Ball weg. Dann hier, Casagrande setzt sich durch und versucht Schneider Andreas zu lancieren, ein bisschen steil für ihn. Aber der glaubt immer noch dran hier und der Rückpass wäre fast zum Verhängnis geworden. Da hätte er den Ball fast noch erwischt. Dann hier Geiger mit einem riesen Einwurf. Maximovic setzt sich hier durch mit seiner filigranen Technik und wird dann hier gelegt. Gibt einen Freistoß und eine gelbe Karte. Ja, da hatte Geiger vorhin bei der Szene wirklich Glück, dass er da nicht die gelbe Karte erhalten hat. Das war keine Ahnung, was für ein Bonus, aber das war vielleicht ein Fehlentscheid des Schiedsrichters.
Wenn er hier diese gibt, muss er diese von Geiger auch geben, ohne Diskussion. Dann Maximovic macht den Freistoß selber und verzieht den. Tja. Ja, der war schlecht getreten. Dann weiter Ball von Casagrande, der da verlängert wird vom eigenen, also vom Gegner, nicht von einem eigenen Spieler. Und somit halt keine Gefahr. Dann hier Mühlhaupt versucht es mal mit einem Schuss, warum auch nicht. Und weiter geht's, wieder Mühlhaupt. Dann hier auf Maximovic, der den Ball da nicht herunterholen kann. Und auch hier wieder verteidigt, dass Tösweg gar nicht richtig in den Strafraum kommt. Dann hier auf Maximovic, super Ball und der Torwart sehr gut aufgepasst. Und hier Flum, ja, das wäre ja ein Tor gewesen, das komplizierteste macht er. Und die anderen, die einfach nicht, aber der Ball, den hier spielt, auch super auf Maximovic. Der Torwart super mitgemacht, extrem aufgepasst. Und hier Flum, ja, wenn er die macht, müsste man sagen, das komplizierteste aller seiner Chancen hätte er reingetan, aber heute will es nicht sein. Und hier Meister setzt sich nochmals durch und dann lanciert der Schneider auf der linken Seite und der lanciert Maximovic, der da nicht richtig an den Ball kommt. Er zeigt ihm vorne den Ball vorne hin und bekommt ihn dort auch, aber trifft ihn nicht oder nicht wunschgemäß. Also Chancen um Chancen, wirkliche gute Chancen. Man sieht es, Stein am Rhein ist überlegen und dann hier Schneider mit einem Weitschuss, der da abgelenkt wird. Ich denke, es war Maximovic, wenn ich mich da nicht... Ah nein, der gegnerische Spieler hat den Ball abgelenkt. Darum gibt es dann auch eine Ecke. Hier und direkt in die Hände vom Torwart. Da war sein Bruder Martin an der kurzen Ecke, am kurzen Pfosten meine ich. Und hier, ja, man sieht es, der zischt ihm über die Scheitel und somit nichts. Hier Casagrande nochmals, ein guter Ball, kommt aber nicht wunschgemäß an. Dann hier im Gegenzug, Vetterli gut aufgepasst und auch Gehler. Und hier kann sich Schneider dann nochmals durchsetzen und dann kommt ein Schüsschen, das dann aber Nobs sogar noch ein bisschen Probleme bereitet, aus etwa 30 Metern, ja, 25, sagen wir mal 25 Meter. Ne? Dann hier ein Foul, nichts Böses, aber ein Foul. Ganz Tösfeld wird nach vorne beordert, befohlen. Mal schauen, was das für eine Freistoßvariante gibt. Ja, das gibt nichts, gar nichts. Und dann Schneider, der hat sich wohl nicht so alleine gewähnt. Dann Maximovic hier. Er spielt hier Schneider zurück, den Ball. Wunderschön. Und Schneider lanciert hier über die ganze Verteidigung. Casagrande, der versucht es mit einem Weitschuss. Aber er geht dann auch am Tor vorbei. Ja, der war zu wenig platziert. Ja, keine Gefahr. Dann hier wieder ein Freistoß für Tösfeld mit einem Kopfbällchen Richtung Tor. Hier, ja, der Spieler weiß, dass das nicht wirklich wunschgemäß gelaufen ist. Dann im Gegenzug nochmals die Rot-Blauen hier mit vereinten Kräften. Will das zweite Tor fallen oder will es nicht fallen? Hier setzt sich Bolli durch, hat den Ball, kann da fröhlich weiterlaufen, aber der Torwart hier aufgepasst, hat ihm den Winkel super verkürzt hier. Ganz schwierig hier jetzt noch den Ball in die Mitte zu legen. Und das war's, Stein am Rhein gewinnt, hochverdient mit 1:0 gegen Tösfeld 2. Muss man nicht diskutieren, es war hochverdient.
Es hat sich durch die geschlossene, kompakte Mannschaftsleistung mit viel Einsatz nicht gerecht, dass man in der zweiten Hälfte den Sack nicht zugemacht hat. Soweit ist das alles okay. Man hat gesehen, dass irgendwo eine Nervosität im Spiel war, warum auch immer. Die weiten Bälle, ja, die von Nobs waren da wohl zur Entlastung gedacht, was nicht wirklich funktioniert hat, weil die meisten sofort Postwenden wieder zurückkamen. Sobald das Team von Michele Damian und Richie Brunner ihr eigentlich nicht schlechtes Kombinationsspiel aufgezogen haben, konnten sie sich auch nach vorne gut bewegen und wurden oftmals dann auch in der Spitze gefährlich. Wo sicher trainiert werden muss, ist, dass die Bälle, die guten Bälle, die da aufs Tor, ins Tor hineingeschoben werden müssen, auch hineingeschoben werden. Das war heute vielleicht ein Mangel, aber ansonsten hat es für mich Spaß gemacht und ich hatte auch nie das Gefühl, dass Steinermann dieses Spiel verlieren kann. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen.